Setze einen Timer auf 20 Minuten. Bitte? Was? Ja, warte, sie leckt halt momentan. Los, Siri! Wir wollen loslegen. Try and 2 Let's Play mit Pinguin und Melf. Bitte. Ja, ich schon mal Hallo an Pinguin und Melf. Das ist jetzt hier der dritte Teil der zweiten Season quasi. Und Siri, unsere treue Begleiterin, die hier die Zeit für uns stoppt, die funktioniert leider momentan nicht. Also wir müssen das so kurz machen. Ganz kurz. Eine Chance gebe ich ihr noch. Also. Hallo. Setze einen Timer auf 20 Minuten. Dein Timer läuft bereits. Soll ich ihn ändern? Ja. Okay, 20 Minuten. Los geht's. Los geht's. Wow, okay. Okay, alles klar. So, Wahnsinn. wir sind aus dem Wurm herausgebrochen und sind Rauswurm. ja aus Entangler. Wurmhausen quasi und sind jetzt neu hier. Ja, Start war eh total verkackt, von daher kann es auch nicht so weitergehen, sondern wir machen jetzt einfach weiter. Also. Habe ich eigentlich schon Hallo gesagt? Ja, ne? Wir haben uns schon zum dritten Mal begrüßt. Hallo, Ja, lange wir nicht sind mehr ja, gesehen. du redest ja lieber mit Siri als mit uns. Ja, das stimmt. Oh, Zwischensequenz übrigens. Ah, da bin ich. Hey, guck mal da. Sneaky Melf, der Welf. Oh, Ja, warum sehr weiß ich das? sneaky. Warum einfach, was schmeißen wir wieder mit Stein? Das war, glaube ich, eine Ablenkung. Dann also stellen wir uns doch jetzt Bait. mal. Fußroder! Kaputt machen. Gib mir die Waffe. Fang sie Was ist auf, das fang denn? sie Mein auf! Rohr. Oh. Ich mach den Laden kaputt! Guck mal, Endboss, der ist jetzt wirklich dein Grünwald. Oh, warte, er ist schon wieder vorbei. Flying Flying Workshop. Workshop. Field Experience in progress. Beware. Ich Das finde, wir sieht so sollten geil nicht aus. weitergehen. Ja. Wehe, das ist die Endsequenz, dann bin ich enttäuscht. Nein, das ist jetzt der Vorlauf. Hinten im Schloss ist die Endsequenz. Das ist doch ganz logisch. Ja. Also, Ich kann Wände sind sogar ja wohl schon mein Steine Weg hier. einreißen. Ach so, was ich mal eben machen wollte, ich habe ganz viele Erfahrungspunkte. Wenn man alle in allen dreimal einen Dreier-Skill hat, dann, ne? Dann kriegt man seine Ach so, Superfähigkeit. wir haben aber nicht viele Fertigkeitspunkte. Ich habe 3 Stück. Ich hab Wollte einfach. gerade sagen. Ich will das mal eben für mich, ne? Ja, dann mache ich mach auch eben so Upgrade kaufen. Das muss ich so. Ich kaufe mir aber lieber doch noch was für mich. So. Ach, warte, ich muss noch mal zurücksetzen. Ich baue noch kurz, ne? Ist immer sehr spannend. Wie, du setzt alles zurück? Bei mir, ja. Ich will jetzt nur mal sehen, was die letzte Fähigkeit Ach ist. so, ja, okay. So, dass man immer auf Upgrade kaufen muss, ist scheiße. Ach, pass auf, ich mach das mal anders. Jetzt Reset All. So, jetzt kann Nur ich. da, also wenn man braucht davon, Skills Unlocked Level 4 Ach Skills so, get unlocked, Fall ist geil. Okay. when at least 4 Level 3 Skills have. Okay. So, was habe ich? Jetzt kann ich meine Fähigkeit schon mal sehen. The Knight, his shield and his damage defy gravity with his new skill. Allows the Knight to glide through the air. Ich verstehe es nicht. Was brauche ich denn dafür? Vier. Kann Okay, ich man, brauche 4 Erfahrungspunkte. Ach, man kann auch direkt die Mitte skillen, ne? Kann das Das ist sein? übrigens sehr geil, wie wir gerade Pause gemacht haben, weil rechts einfach so ein riesen Drachenkopf im Bild ist. Guck mal, man kann auch direkt die Mitte skillen. Ja, aber das bringt ihr ja nicht. Ach so. Ich würde einfach, ich habe bei Flash halt in der Mitte quasi diese 2 Fähigkeiten geskillt, dann bin ich ja schon nach 2 Fähigkeiten beim Level 3er Skill. Eine Taktik, ne? Ja. Ach so, ich kann jetzt meins auch sehen. The Nein, noch wizard nicht is die Mitte, ich further meinte rechts. developing his masterful conjuration magic. Magnetizing conjuration object within. Okay, das klingt doof, von daher. Aber der Magier ist eh extrem passiv. So, weiter. Also, wollen wir die Drachen besuchen? Ja. Oh. Der bringt uns Oh. fliegen, oder nicht? Entschuldigung. Also, irgendwie habe ich es heute mit den Steinen. Alle, die auf W gedrückt haben, um da hochzulaufen, aufzeigen. Bin ausgewichen. Na, ich bin so gut. Ich bin einfach Du hängst ausgewichen, ab. als ob ich es Ich habe gewusst Angst, wir hätte. gehen weiter. Du reißt da die Wand. Ach, dann mach ich's. Hammer. Oh. Ach Melf. so, ja, klar, kein Problem. Nö. Du langsam. Ah, ich habe noch einen Stein rausgekegelt, so. Pass Oh, auf. ey. Ich möchte Dieser übrigens verdammte eine Homo-Drache. Lösung haben. Homo-Drache, ich gehe mal runter. Oh, jetzt habe ich keine. Wie ich keine Oh, Planken mehr habe, weil ich das jetzt irgendwie verlernt habe, ich Idiot. So, jetzt Du habe ich brauchst wieder keine Planken. Planken, Junge. Spring mal runter. Spring in den Abgrund. Vertraue, wie Indiana Jones ist schon in ne? Kreuzzug und so dran. Nice. Der Hauch Ganz des super. Todes.
Ja, sauber. Okay. Ja, tatsächlich. Oh, was ist das? Ich bin sehr stolz. Ich geh tauchen. Okay, ich geh auch erstmal tauchen. Ich dreh. Hier kann man was kaputt machen, was man ja wieder nicht kann. Das ist mal das schnellste Wasserrad, was ich je gesehen habe. So, jetzt dreh mit mir. Dreh mit mir. Dreh voll am Rad. Halt, ich hab hier ganz viel Erfahrung. Halt, Moment. Da unten Stein und so. Weil ich vergesse immer. Das sind nur Erfahrungspunkte. Was geht denn hier ab? Egal, ich will nicht gerade, wie kommen wir da rüber? Und wozu? Das ist nur dazu da, um die Steine kaputt zu machen. Kaputt gekriegt? Ja, yeah, ich hab das unter Wasser kaputt gekriegt. Ja gut, aber wie kommen wir da hoch, bitte? Da habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ich war bis jetzt nur unter Wasser. Lass dich mal überlegen. Ich möchte gerade, ich möchte auch noch... Dreh mich mal. Ganz und dreh dich. So, um Subway to Sally zu zitieren. Ich habe ja auch ein bisschen Popkultur im Blut. Ja gut, aber was soll das bringen, wenn wir dann da ganz rechts viel sind? Viel Spaß, Spannung. Das macht sehr viel Sinn. 12. So. Okay, Wasserrad. Das kann man bestimmt irgendwie blocken. Mit meinem Gesicht. Nein, vielleicht mit einer Kiste. Vielleicht unter Wasser mit einer Kiste. Auch nicht, ne? Oder mit deiner Seele. Okay. Ich hab's jetzt gestoppt, aber das verändert nichts. Passiert jetzt irgendwas? Ja, ne? Nee. Das ist eine gute Frage. Es ist gar nichts passiert. So, da oben kann ich auch nichts machen. Guck mal, hier oben ist ein Knoten. Ah, da waren aber, glaube ich, die Steine befestigt. Da war das vorher dran, ja. Hast du Spaß? Ja, was genau macht das Wasserrad denn? Ich habe keine Ahnung, vielleicht sieht es einfach nur gut aus. Halt das nochmal an und ich gucke, ob das unter Wasser irgendwas macht. Ja, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur fürs Aussehen da ist. Doch, damit du hier irgendwie hochspringst. Irgendeinen Sinn hat das. So, können wir da jetzt nicht irgendwie rauf? Nee. Ich kann es auch nicht permanent anhalten. So, man könnte jetzt kannst hier... Kannst du nicht eine Planke so reinschieben? Das ist zu... Hält die? Oh, die hält. Ja, die hält, oder weil ich sie halte. Das Wasser. Warte, dann mache ich jetzt mal mein Glück. Alles ja, klar? Sauber. Ja, das ist immer dasselbe. Ich bin immer irgendwie voll der Gearschte. Ich komme nicht aber, weiter. Aber Melf kann nur jetzt das Wasser ableiten. Was bringt das? Dann kann er eine Planke da... Achso, die hält ja nur, weil er denkst ja. Das guck mal, Ding ist, wenn du aber, was das Wasser... Oh, sieht das toll aus, oder? Hier meine Slide-Kurve. Wenn du das Wasser ableitest, dann dreht sich ja das Rad nicht weiter. Das heißt, wir können was aufs Rad drauflegen, weil sich das ja nicht mehr dreht. Das könntest du natürlich, glaube ich, kaum recht haben, aber warum nicht? Ja, aber das klappt nicht. Probier's. Ach so, okay. Was machst du? Fail on. Fail on. Du solltest da was auf das Rad... Nee, ich will einfach so auf das Rad. Ach so. Faul, wie Gott ihn schuld. Funktioniert nicht. Aha. Doch, das funktioniert. Alter! Okay, das war... Von wem sauber. Das habe ich eigentlich gemeint. Ich glaube auch. So, Hebelbeauftragter. Ich... Nein! Niemand macht seine... Wenn du meine Wände die ganze Zeit kaputt machst, ne? Ich glaube, ich gefragt. Okay, wo kommen die Drachen? The door got stuck. Ey, jetzt steht mal wieder um. When the rumbly sound. Das ist mein Bass. Oh. Ist ein Schiff. Oh! Steinmann! Großartig! Oh! Cthulhu? Irgendwie schon. Vielleicht ist der Feuer ja, sehr effektiv. Empox ist ja richtig mutig heute. Da muss wohl Melf auch mal was beweisen. Ich hab hier, da oben ist ein Lichtdings und hier oben ist auch ein Lichtdings. Da, ihr könnt das drücken. Wenn man das drückt, dann kommt was? Da sind irgendwelche Bomben. Ja, Bomben. Und die Bomben haben ihn gekillt. Oh. Pass auf, Melf! Bombe! Bombe! Nicht uns! Pass auf! Bombe! Bombe! Ey, die Tür geht runter. Was jetzt? Warum eigentlich? So, sehr nice. Oh! Ha, ihr Noobs. Okay, das sind irgendwelche komischen Schaltflächen, die irgendwie. Beauftragter. Ja. Ok, ok. Na, ausnahmsweise. War eh klar. Ich würde sagen, es ist mal halt eine ganz stumpfe Kiste. Boah, hatten wir schon lange nicht mehr, ne? Nee, irgendwie nicht. Nicht alle direkt. Ja, okay. Das okay, was ist mit dem zweiten? Sieh dich. Warte, guck mal, da hinten ist Licht, ne? Was hier, ist eigentlich mit dem Kopf Dame rechts? Kann man hier nicht irgendwas kaputt machen? Den muss man irgendwie. Oh! Okay, läuft. Ja, alles klar. Ja.
Was jetzt? Passt gut auf. Erstmal nach. Nein. Hat nicht geklappt. Pinguin, du kommst klar, ne? Ja, gut. Ja, so ziemlich. Also den musst du jetzt wirklich nur... Ich bin da. Ist er. Hi. Morgen. Ich bin drüben. Warte, ich kann hier das Ding mal umlenken. Was soll das denn? Ach, das ist Luft. Ja, jetzt ja, ist sie weg. Wie dieses Asthma-Jump. Das macht mich wahnsinnig hier. Das macht mich kaputt. Achtung, da hinten ist übrigens auch was, was mich anmacht. So, okay. Hat das jetzt gebracht? Ey, da wollen wir da mal rein? Ich will da mal rein. Gerade da gehe ich auch. Wo wollt ihr rein? In den Turm? Bonusraum. Bonuspunkte. Du weißt, wir müssen aufsteigen für unsere Special Abilities. So, hier machen wir den Weg mal schwer für Flash. Hier Flash, ein bisschen Flash-Wind. So. Ich glaube, hier kann ich auch nochmal was machen. Dreht mal, dass ich hochgleiten kann. Verstehe. Du bist doch der Magic Mastermind. Oh, ich glaube, nein. Nicht gut. Ach, mach doch Sinn. Warte. Ja, das kann man gar nicht nach mach oben. Doch kann man. Warte, und eine Kiste. Davor, damit wir da nicht so, jetzt wird nicht darf ich darf als erstes. Was zum Teufel? Komm da doch jetzt eh nicht rüber, ohne das Ding wieder zu verdrehen. Beide. Ja, Melf. Warte, ich mach noch eine Kiste. Ach so, okay. Das habe ich jetzt erst verstanden. Oh nein. So, warte. Das ist vielleicht hier so sogar besser, wenn das ein bisschen schief ist. Ja, warte, ich mach's ein bisschen schief. Warte, ich bin nochmal dran. Warte, vor allem warte, ich bin nochmal dran. Du musst auch ein bisschen nach rechts gehen. Ja, ich hab's gar kein Problem. Ich weiß doch, Skill ist noch in der anderen. Ja, klar, oh, ey. Wie es halt dumm aussieht. Ja, das ist diese scheiß verdammte Kiste da unten. Wir werden noch irgendwas mit Schiffen machen. Warte. Ich mach jetzt diese Kiste da erstmal. Ich kann diese Kiste nicht kaputt machen, doch jetzt. So, okay. Alles klar, warte, ich muss das kurz ausbalancieren hier. So würde ich sagen. Mach's doch einfach wie ich, ist doch gar kein Problem. So. Und ihr schön unter das Kinko. Oh, das war knapp. Alles klar, alles Micromanagement. Weiter geht's. Management. Achtung! Oh. Ah, fuck, was ist das denn? Okay, jetzt funktioniert. Ach, oh, nee. Timed, warte. Mitte ging nach oben, Mitte geht nach unten. Ich wette, Mitte geht nach das oben. Das geht nur nach unten, wenn man draufstellt. Warte, nicht sterben. Achtung. Nein, nicht jetzt. Bist du... Oh, das ist gut. Sauber. So, Achtung. Oh, Bazooka. Oh, Mpox hilft dir gleich, als guter Kampfmann. Was machst du denn? Der war doch eingesperrt. Oh, hier, Mission Impossible 4. Dum. Oh, ich bin alleine, ne? Nein. Das Stein. Alleine mit der Schneekugel. Das ist ja. Oh nee, hättest du nicht. Ich glaube einfach nach links springen, ne? Einfach nach links springen, oder? Oder hoch. Nee, nee, das ist tief. Okay. Oder nach unten. Nach unten ist, glaube ich. Ah, ja. Ah, da ist ein Wiederbelebungspunkt. Wiederbelebung? Nein, das ist einfach eine Schneekugel. Oh, schön. Kann ich nicht genießen, ich will leider. Nein. Oh, ich komme zurück. Kann man die eigentlich schmelzen hier mit meinen Feuerballen? Da kommt noch eine, was soll das? Wollen die jetzt Stress oder was? Na, gar kein Problem. Ist so funktioniert. Oh. Kümmert euch nicht um mich. Ah, hier sind Feuerblumen. Das hat mich verdreht. Achtung, Feuerblumen. Aber so wie bei Mario. Du musst quasi auf der Kugel laufen und dann springen. Man kann auf der Kugel jetzt laufen. Doch, kann man so ein bisschen. Aber... Mpox, das ist deine Stunde. Deine Stunde. Leck. Sie ist nicht so schön. Deine Minute. The stage is yours. Eine Minute, nur schlechte oder gute. Oh, ey. So. Jetzt hab ich auch mal Killerpilze gesucht. Wenn ihr wüsstet, ne, wie stressig das hier ist. Warte, ich muss mich. So ich brauche nicht. So, also ich muss dir mal zugeben, das sieht ganz sehr einfach aus eigentlich. Also ich wüsste sofort, wie ich das mache. Und dann noch dieses ganze Gelaber im Hintergrund. Warte. Ah, ey, ich mache auch immer denselben Fehler, ne? Als ob so ein Kind jedes Mal wieder auf die Herdplatte fasst. Warte, so. Und jetzt jump! In your fucking face. So. Nein! Oh, das kann man gar nicht. Du musst da. Oh, das ist. Da jetzt du musst da wo? Stacheln reinstecken. Ja, machen die Stacheln, schnell die Kiste. Schnell. Okay, was soll ich tun? Jetzt spring auf die Kiste, jetzt hast du erstmal Entspannung. Warte, so, Entspannung. Oh. Ich kann mich nicht entspannen. Leid leise, ich kann mich nicht entspannen.
stell noch. Das ist, warum es wackelt alles so? Hätte ja auch fantastischer Tod, großartig. So. WTF, was war das denn? Hat mich voll... WTF war da gar nichts. Das ach, war scheiß drauf. Das ist ein verdammtes Nazi-Spiel. So. Ja. So nicht. Achtung auch. Ihr seid so dumm. Achtung, Feuerblumen. Wie ich halt genau drin stehen bleibe. Nein. Okay, es war ja gar nicht mal so einfach. Belebt mal unten wieder eben einer. Das ist doch jetzt hier um die Ecke eher. Ego Mann. Ja, ich 3 Meter auf, ja. Dann kannst du mich auch gleich heilen. Damit du mir wieder irgendwelche Feuerblumen auf den Latz. Oh. Kannst du mich nochmal eben wiederbeleben? Ist doch nur 3 Meter. Okay. Okay, so jetzt. Jetzt sind wir quitt. Das war's. Ich muss M-Box aber gestehen, so einfach ist das gar nicht. Ja, und ich bin bis ganz oben gekommen, ne? Nur der hat mich da in irgendeiner verdammt fiesen jetzt Nummer da. Das ist ja gar kein Problem, wenn es von oben. Aber Bullshit. Jetzt hast du den Weg von der Kugel abgelenkt, Melf. Das war alles du bist deine Ablenkung. Lass das doch. Warte. Diese Kiste schnackt hier. Alter. Ja, warte, ich komm sofort. Ich hab's fast, ich hab's nicht auf meiner Kiste, ich hab sie fast. Ja, ich bin oben. Oh. So. Master okay, was ist los? Du hast die Kiste schon. Ja. Oh, okay, also so einen Kombisprung habe ich nicht hingelegt. Das oh, verdammt. Oh. Ja, ich habe ja halt in die falsche Richtung irgendwie, ne? Aber wo seid ihr? Auf die Kugel und dann da hoch? Nö, ich bin einfach so von der Kiste schon hochgekommen. Soll ich das die ist natürlich ist schon was für bessere. Soll ich die Kugeln kannst kaputt aber auch alternativ machen, damit einfach du Zeit hast und einfach bauen kannst, was du willst? Ach ja, M-Pox meint ja auch bei den jungen Hüpfern mitspielen zu können mit ihren Tricks. Ja, warte aber mit deiner Latenz von Hirn 400. So, hier, in your face, double jump. Oh, ich höre irgendwas. Da. Also, ja, komm. Kein Problem. Kein Problem. Oh, verdammt. Ja, fang die Kugel ab. Schießt. Oh. Hinter uns. Ja, habe ich ihn getroffen oder was? Habt ihr gesehen, wie ich mit meinem Hammer durch... Wie ich halt sterbe, ne? Durch. Aber muss man hier runter oder was? Da drauf würde ich nicht wissen, werden. Warte, wir müssen noch mehr, wir können hier irgendwie noch mehr drauf einschießen. Guck, das geht immer mehr kaputt. Dann schieß weiter. Battlefield 3 Engine hier, so. Frostbite Engine. Oh. Sauber. Oh, shit. Den lass ich stehen. Oh nein. Zeit für Battle. Soll dieses Einkerker sein? Oh, er hat mich gebacksteppt, der verdammte Goblin. Das ist hinter uns gespawnt, was soll das? Hör ich auch ein Danke? Nein. Heute ist nicht mein Tag. Hebel beauftragen. Ich glaube, jetzt wird es spannend. Hebel. Oh, wir hängen fest an so einem scheiß Seil. Nein, da unten hängt ein Seil. Moment, das muss ich cutten. Das geht nicht. Okay, Einer muss sich opfern. Warte mal. Warte, da kann man doch was kaputt machen. Das muss doch. Kann man doch was kaputt machen. Kann ich eigentlich im Sprung? Ich kann das so leicht anheben hier, die Klappe. Nee. Ja, stimmt. Ja, aber nicht warm genug, oder? Keine Ahnung. Wir müssen die Steine da drunter kaputt kriegen. Warte, komm mal hier auf die Seite, damit ich da drunter komme. Ja, aber mit dieser Anhebungsgeschichte, die geht nicht. So, also. Ja, weil uns wir da draufstehen quasi, weißt du, wir sind dann noch so ein bisschen dran. Ich gebe mein Bestes mit dem Hebel. Ach Mann. Nee, so jetzt nicht. Sind wir drunter. Soll ich mal versuchen? Mal oh. Krankes wir können ja Business. Theoretisch auch so um das die geht Ecke nicht, springen, das oder? Kannst du nicht machen. Passt auf, passt gut auf. Nein. passt gut auf. So, Achtung. Warte, ja, will ich das auch nochmal versuchen? Nee, kannst du dich da nicht festhalten? Pass auf, wir machen folgendes. Ich mach. Melf, du musst jetzt echt was. Ja. Ich mach jetzt hier so eine Planke hin und du jumpst auf die Planke im Spawn und springst sofort wieder zurück, okay? Okay. Okay, Achtung. Ich bin so stolz. War ja auch mein erster. So. Das Seil hängt noch, oder? Ach, wir werden sehen. Hebelbeauftragter. Ja, ich denke aber das Seil hängt. Let's go! Oh, go! Das geht. Da fallen die Seile. Oh, super. Da schwebt was. Da kommt ein Drache. Ich weiche aus. Oh mein Gott, ich weiche doch nicht aus. Was geht denn jetzt? Oh mein Gott, noch ein Drache. Wie er nicht in der Kiste? Ich mein Skill funktioniert nicht. Oh, okay. Ja.
Ich wollte dem Drachen ausweichen. Hat's aber geklappt? Wollen die denn keinen Besuch, ey? Voll intolerantes Pack. Das ist echt schwierig. Aber wenn ihr sehen wollt, wie wir die Dings da hochklettern können, denn wir sind jetzt nämlich auch schon zu Ende hier. Ne? Warum sagt das Siri hätte Siri uns gesagt. Siri, es ist jetzt noch 30 Sekunden, aber dann ist das blöd. Warte mal, wir müssen mal drücken hier. Was passiert, wenn man hier drückt? Oh. Bitte zu Ende ist alle jetzt. Welche Dauer soll ich einstellen? Ja, wir sind noch nicht so weit. Genau. Es geht erst gleich weiter. Tut mir leid, Maurizio. Ich verstehe. Wir sind meine so weit geht es gleich weiter. Nicht. Was? Welche Dauer soll ich einstellen? 10 Trillionen Stunden. Entschuldigung, ich verstehe. Sind's Religionsstunden? Nicht. Welche Dauer soll ich einstellen? Was? Zins Religionsstunden? Zins Religionsstunden. Was zum Teufel? Ja, okay. Ja. Siri, Ende. Tschüss. Tut mir leid, Maurizio. Ich verstehe. Siri, Ende. Tschüss. Nicht. Welche Dauer soll ich einstellen? Ist gut jetzt. Aus. Tut mir leid. Oh, nee, komm. Okay, wir cutten jetzt, ne? Dann bis gleich. Alles klar. Tschüss. Tschüss.